So, jetzt haben wir Saft. Ja, alles klar, weiter geht's. Ein sogenanntes Schönwetterloch ist jetzt gerade eingetroffen bei uns. Und das wird ausgefüllt hier mit einer ganz tollen Maschine, einer Rennmaschine aus den 30er Jahren, eine GBR2. Ein Flugzeug, was, wo wir noch jünger waren, aus Donald Duck-Filmen gesehen haben. Das konnte man backen. Fantastisches Fluggerät, aber auch schon was für Experten. Das kann man nicht so einfach fliegen, sieht man schon an dieser außergewöhnlichen Form. Ja, stimmt. Das ist übrigens der Ben Barnitz, der die fliegt. Ben Barnitz kommt aus Osnabrück. Sein Vater ist Amerikaner. Also er ist ein Halbamerikaner eigentlich, ein ganz netter Kerl bei uns aus dem Team Legendary Fighters. Und ja, diese GB hat eine kleine Geschichte, kommt oder ist ein Modell der Firma Carf und wurde ursprünglich gekauft vom Jamal aus Dubai. Der hat das Modell aufgebaut, dem Michael Sabatschuss geschenkt, für, ja, als Freunde einfach geschenkt. Und Michael hat sie dann 2-3 Mal geflogen und hat gesagt, das ist nichts für meine Nerven. Dann kriegt sie der Ben, da konnte sie dann käuflich erwerben. Ja, und er zeigt, was in dem Vogel drin steckt. Das Original war sogar schon mal in Deutschland. Und zwar also nicht das Original, sondern ein Replika. Vor einigen Jahren, der immer Benjamin war der Pilot. Und glaube ich, hatte es ja schon mal erzählt, vor 2 Jahren. Ja, da hat sich eine Lebensversicherung abgeschlossen, als das Flugzeug fertig war, weil von den Originalmaschinen ist keine übergeblieben und alle Piloten, die in den 30er Jahren versucht haben, dieses Flugzeug im Rennen zu fliegen, sind dabei gestorben. Und Delmar Benjamin wollte dieses Flugzeug unbedingt nochmal in die Luft kriegen und hat es dann über 4 oder 5 Jahre auf Airschuss weltweit geflogen. Wie gesagt, Lebensversicherung abgeschlossen, weil seine Frau gesagt hat, wenn du das machst, dann will ich abgesichert sein. Aber er hat es überstanden und das Flugzeug steht, meine ich, im Swiss im Washington Museum. Ne? Ja, fantastische Maschine, auch das Original. Selber hatte ich die Gelegenheit, das in La Ferté-Palais bei Paris mal zu erleben, bei schlechtem Wetter. Wahnsinn. Jetzt aber die Landung. Sie dürfen alle gespannt sein, die Daumen drücken. Ja, da geht er nochmal raus. Das ist natürlich äußerst schwierig bei diesem leichten Crosswind. Wir haben so, aber überwiegend Richtung Nord, Nord-Nordwest. Jetzt nochmal. Aber der Ben ist ein guter Pilot. Ja, man muss wissen, die GB, die muss wirklich top aufgesetzt werden, sonst wird es ein Kopfstand oder gar ein Überschlag. Bislang hat das der Ben wirklich immer perfekt hingekriegt, aber heute ist es glaube ich, schon eine echte Herausforderung, die Maschine sauber zu landen. Jetzt sieht der Anflug gut aus. Vermutlich mit etwas Schleppgas. Ja, ja, vom Feinsten. Perfekte Landung. Sie hebt mal ein bisschen Flügel vom Crosswind, aber nicht schlimm. Superman, wow. Danke. Echt klasse. Ja, Ben Barnitz mit der GBR2. Ein richtiger Dampfhammer. Also im Original, was mich fasziniert hat, der Pilot, der sitzt wirklich auf dem Korbsessel vorm Seitenruder. Und wenn man in die Rumpfröhre reinschaut, das ist, die ist leer. Das vorne der riesige Wasp-Sternmotor, der Hammer. Echt. Ja, der Eingang, oder die Tür, die der hat zum Einsteigen, ist tatsächlich hinterm Seitenruder und das Cockpit ganz hinten. Das brauchte man als Schwerpunktausgleich für den dicken Sternmotor.